Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part. Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich bin jetzt am Simmerfix. Wir rocken hier nochmal kurz in Pailun Sassoon ab und reden hier ein bisschen. Ich möchte eigentlich mit Monk reden. Okay, nee, warte. Ich glaube, da muss ich mich hier hinstellen. So. Und dann tauschen wir unsere Disc bei Seeker. Ne, geht nicht. Ja, gut, dann ist mir das anders. So. Beim letzten Mal haben wir hier einen spektakulären Kampf hier gehabt gegen den Gera. Wir konnten diesen bezwingen. Und nun sieht es zumindest ein bisschen besser aus. Da steht übrigens Marin, die sehe ich auch jetzt zum ersten Mal. Zu sie, genau, wollte man. Und im Endeffekt steht nun der Weg nach Talahan offen. Wir reisen nun zurück nach Jeddah und werden hoffentlich mit unseren Freunden hier eine Möglichkeit finden, unsere eine neue Zuflucht zu gewähren. Absorbiere beim Schwinden ein Treffen schlecht. Ich werde es eher das nicht. Erhalte mehr Erfahrung. Von mir ist kann man kaufen, aber brauchen wir eigentlich auch nicht. Zusätzlich Schaden, nachdem ein Lichtschwert in Kampfstil gewechselt wurde. Von mir aus. Das nehme ich. Eine sehr weise Entscheidung. Sieht gut aus. Ausgezeichnete Entscheidung. Wie gefällt dir das Pailuns? Es ist wie eine Oase. Eine dreckige Oase. Wenn du das Grease erzählst, wirst du es bereuen, Droide. Wir sollten bald nach Jeddah zurückkehren. Sia und Cordova warten. Hoffentlich würde Meisterin Cree mich nicht für eine Versagerin halten, Kerl. Sie, du hast alles getan, was sie wollte. Du hast den Traum von Tenalor am Leben erhalten. Stimmt. Sie glaubte an die Möglichkeit von Dagens Rehabilitierung. Ich bin froh, dass sie nicht sehen musste, was aus ihm geworden ist. So, und wir sind auf jeden Fall auch froh, dass zumindest Dan Gary hier bezwungen ist. Im Endeffekt sieht es nun sehr gut für uns aus. Wie gesagt, wir haben... Ah! Da können wir eine neue Gartenarbeit machen. Sehr schön. Was machen wir hier? Den da. So, jo. Und die tun wir... Ah, cool, da kann man es irgendwo hinsetzen. Für uns sieht es auf jeden Fall jetzt auch gut aus dem ganz einfachen Grund, dass wir nun nicht mehr uns hier mit den Raiders und dem ganzen Gewächs hier rumschlagen müssen. Apropos Gewächs, hahaha. Dafür, ja, ist jetzt eigentlich nur noch das Imperium, aber ich meine, das Imperium ist ja immer allgegenwärtig, leider. Mit etwas Glück können wir diesen aber auch entgegensetzen. Und wenn das so schafft, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann können wir wirklich nach Tenalor reisen und hoffentlich ich glaube, es gefällt Ihnen hier diesen kommen. Zufluchtsort aufbauen. So. Wieso drücke ich eigentlich immer weg, Mann? So, Palmenfrucht, Koba. Knollen haben wir auf jeden Fall schon. Feuer, das müssen wir auch schon haben. Bauen wir noch einen an. Kann ich dann überhaupt einen anbauen? Wahrscheinlich nicht mehr. Das Beet ist nicht unbedingt zum Bauen. Für die großen Pflanzen gedacht. Naja. Wie wäre es hier? So. Ist schön, dass sich das immer automatisch anpasst. Dass man es richtig baut. Okay, ein Pflanzendinger habe ich nicht mehr. Passt. Also, dann lassen wir das da hinten ein bisschen blühen. Haben wir hier den Garten ein wenig erweitert. Und nun geht es zurück zur Mantis. Jip, wer nimmt schon Treppen? Also, auf nach Jeddah, dann hoffentlich nach Tenalor und dann hoffentlich zu dem Paradies. Wie gesagt, mir macht das immer ein bisschen Sorgen, wie gesagt, dass das Imperium hier wirklich so eine riesige Schlacht beim letzten Mal gekämpft hat. Das war schon sehr fragwürdig, wieso die hier waren. Ich habe übrigens ein bisschen offscreen gespielt. Ich möchte nur kurz zeigen, bevor wir hier babbeln. Da habe ich jetzt nicht allzu viel gemacht, aber wir sehen es hier eh nicht. Nur ein bisschen eben die Welt erkunden, ein paar zusätzliche Punkte gehabt und ja, das war schon. Reparieren? Oh, ich würde Kredits darauf setzen, dass er es kann. Hast du Kredits für eine Wette? Was soll das denn heißen? Tenalor, wir sind so dicht dran. Ich freue mich auf Tenalor. Ja, ich auch. Aber eröffne bloß nicht gleich eine Hexenschule oder sowas. Und auf keinen Fall lädst du deine gruseligen Schwestern ein. Aber sie sind jetzt hier, Grease. Überall um dich herum. Ich habe gerade etwas gespürt, Grease. Du auch? Soll das ein Witz sein? Hier spricht Captain Griders. Bitte hinsetzen, damit wir landen können.
Kommst du? Später. Ich muss noch eine Diagnose auf der Mantis laufen lassen. Es wäre eine Schande, wenn wir noch einen Gyro schrotten und im Abyss stecken bleiben. Warum bloß sagst du sowas? Jetzt forderst du auch noch das Schicksal heraus. Ganz toll, wirklich. Weißt du, ob Marin ein paar Zaubertricks kennt, die uns vor Unglück schützen können? Normalerweise schüttle ich sowas ab, aber ich muss immer an Coruscant denken. Ich vermeide es. Verständlich. Aus irgendeinem Grund geht mir Gabs nicht aus dem Kopf. Sie kannte mich kaum und hat mir trotzdem das Leben schwer gemacht. Ja, ich vermisse sie. Oh, nur ein toter Inquisitor, Stein. Du weißt schon. Und schon rede ich wieder von etwas Düsterem. Tut mir leid. Wegen der Sache auf dem Tafelberg. Das Imperium wird es sich zweimal überlegen, ob es noch ein Dreizackschiff nach Jeddah schickt. Ich wollte eigentlich... Ich weiß, was du gefragt hast, Kerl. Meine Schwestern haben mich gelehrt, dass man einen Zauber bricht, wenn man über ihn spricht. Also lass uns darüber schweigen. Für den Moment. In Ordnung. Wir reden später weiter. Master Cordova. Dagon Garra hatte den letzten Kompass dabei. Beschädigt. Er hat ihn nicht freiwillig übergeben. Das lässt sich reparieren. Ich werde sofort anfangen. BD? Lassen wir Meister Cordova in Ruhe arbeiten. Ich weiß, wo wir hin könnten. Gut. Tee. Der ist allerdings ein bisschen schwer, wenn mir einer helfen will. Natürlich, Grease. Dankeschön. Haha, sehr witzig. So, hier kommt die zweite Runde. Was sagt ihr? Er ist würzig. Er ist sehr süß. Du gewöhnst dich daran. Hey, Sia. Wieso kommt ihr nicht mit nach Tenalore? Es gibt kein besseres Versteck für das Archiv des Pfads, was die Zukunft auch bereithält. Wir können ihr gemeinsam begegnen. Ja. Ein neuer Pfad für uns alle. Kerl. Meister T'Pol wäre stolz darauf, was für ein Jedi aus dir geworden ist. Ich hatte eine gute Lehrerin. Hört her. Der versteckte Pfad hat ein neues Zuhause. Auf Tenalore. Auf Tenalore. Auf Tenalore. Hey, Moment mal, Sia. Heißt das, Sie kommen mit uns? Ja, Grease. Und jetzt werde ich gehen, um das Archiv für den Transport vorzubereiten. So spät? Dann werde ich Sie lieber begleiten. Und wo da drin steht die Mantis eigentlich genau? Bei Nacht ist es da ziemlich gruselig. Ich begleite dich. Na toll. Aber hey, mach nichts Unheimliches, ja? Sia, werden uns die Anachoreten wirklich begleiten? Aber natürlich. Wow, die Familie vergrößert sich um eine Schiffsladung unheimlicher Tanten und Onkel. Wir haben es geschafft, Bord. Ja. Der Kompass wird so gut wie neu sein. Etwas beschäftigt dich. Ja, du kennst mich zu gut, Schrottsammler. Ich denke an Cutter. Man kümmert sich ja um sie, aber... ist nie leicht, wenn ich zurückkehre. Wenn sie erkennt, was du für sie getan hast... wird sie verstehen.
Das hoffe ich. Ich dachte, vielleicht sollten wir zuerst nach Tenelor gehen, um zu schauen, dass es dort sicher ist. Je früher der versteckte Pfad dort Fuß fasst, desto besser. Wir müssen dem Imperium immer einen Schritt voraus sein. Ja. Hey. Morgen haben wir ein neues Zuhause. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke, Bruder. Klar. Ich werde Katha eine gute Nachtgeschichte aufnehmen. Und jetzt schlaf gut. Hast du verdient. Toller Anblick, was? Bei Nacht scheint die Wüste unendlich zu sein. In dieser Leere liegt Schönheit. Jetzt klingst du wie ein Jedi. Mit einigem haben sie recht. Nicht mit allem. Hör mal. Der Orden ist vernichtet. Es ist Zeit, ihn loszulassen. Und ich weiß jetzt, was ich will. Hast dir auch Zeit gelassen. Es geht bergauf. Oh, endlich bist du den Schritt gegangen. Ich bin so stolz auf dich, Kel. Ich dachte, dass irgendwie, dass das niemals packt. So, da hinten ist der Collectible, wo ich leider nicht rankomme. Also, haben wir das Spiel durch? Ich meine, okay, Dan Garrow war schon ziemlich hart, aber ich weiß nicht. Also, okay, ich muss so sagen, irgendwie ist da ein bisschen anticlimactic. So. Aber ich meine, jetzt reisen wir noch Tenelor und alles ist gut, oder? Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach läuft, aber es sieht halt einfach danach aus, weil wir sind fertig, okay. Ich muss sagen, Boat kommt mir aktuell ein bisschen seltsam vor, seitdem wir den Schlüssel hatten und er ihn ja erstmal nehmen... Was? Seitdem er sie seltsam genommen hat, also wisst ihr, bevor der Rest von unserem Team... Also, wo es so aus, als würde er ihn nehmen wollen. Und jetzt auch mit diesem Satz da... Wir gehen zuerst nach Tenelor. Irgendwie war das ein bisschen suspekt, aber vielleicht interpretiere ich mir jetzt ein bisschen zu viel rein. So, wir können mal hier laden. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Ja, aber du hast nichts Interessantes auf Lager. Imperial, nee. Ich kaufe mir die lustigen. Ja, bitte sehr. Das hat nur auf euch gewartet. Und das für ein schöner Griff. Damit kann ich nichts falsch machen. Die Weisheit, die ihr beschafft habt, ist ein Segen für uns alle. Sieht gut aus. Danke. Das Wissen, das ihr gerettet. Whoop! Cool. Ich wollte aber eigentlich gar nicht hoch. Ich wollte natürlich hoch. Ich nehme alles zurück. Das Schlimme ist, die Punkte werden nämlich nicht auf der Minimap angezeigt. Nur Schatzdrohnen und so. Oh, ich nehme den guten Stoff hier auf. Fähigkeitspunkte. Oh! Nice. Und gleich nochmal eins. Hey, es liegt einfach in ihrem Lager und sie tickt's nicht, oder? Ja, ja. Ob wir der wirklich zutrauen, dass sie hier das Wissen sammelt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Du bist die Reisende. Hast du irgendein System gefunden, wo der lange Arm des Imperiums nicht zu spüren ist? In keinem, das ich besucht habe. In dieser Wüste verstreut befinden sich unzählige Ruinen. Eine von ihnen könnte ein perfekter Unterschlupf für den Pfad sein. So, auch wenn es in der Wüste leider nicht der Fall war, bald haben wir eine. So,
Nur mit seinem Haus und wer weiß kann. So, wie gesagt, ich habe Oscar ein bisschen gespielt, ein paar Punkte eingesammelt, jetzt nichts Großartiges, aber das will ich unbedingt wahrscheinlich stark heben. Dann können wir einfach größere Gegner nehmen, dann bin ich gespannt. Zack! Oh, ich spüre die Macht in mir, Mann. Jetzt geht's bergauf. Also, dann haben wir das. Und nun? Ja, geht's doch, Tenelor. Und ich würde mal sagen, wir und unsere Crew. Brain auf, BD1. Übrigens war BD1 eigentlich die ganze Zeit dabei, als ich da mit Marin, ihr wisst schon, geschmust hab, wahrscheinlich. Pass da draußen auf ihn auf, BD. Wie war es, Zeit mit Meister Cordova zu verbringen? Ein unerwarteter Segen. Obwohl ich jetzt Konkurrenz habe. Was meint er damit? Meine Anachoreten folgen ihm überall hin. Sie verhätscheln ihn, bringen ihm Symbole ihres Respekts. Erstaunlich. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Unbedingt. Er kann dir bestimmt viel beibringen. Meine Freunde, es ist schön, euch zu sehen. Wenn ihr wollt, besucht doch die alte Stätte ganz im Westen der Wüste. Die sehen wir uns an, Meister Cordova. Wunderbar. Es ist länger her, seit ich dort war, aber die Resonanz mit der Macht war überaus bewegend. Wie läuft's? Sieh es dir selbst an. Meister Cordova, ihr habt's geschafft. Imperiale Truppen greifen aus allen Richtungen an. Sie wissen, wo wir sind. Schafft eure Leute weg. Ich halte sie auf, solange ich... Baut. Es tut mir wirklich sehr leid. Mein Junge. Du musst das nicht tun, hörst du? Nein! Meister Cordova! Er ist tot! Baut er den Kompass hinterher! Los! Nein! Mach doch deine Machtfähigkeit, Mann! Ich hab's gehabt, Mann! Ich hab's in der ich hab's genau gesehen gerade. Was? Wieso geht der Scheiß Aufzug nicht? Ah! Muss ich auf Aufzug warten, Mann. Kannst du jetzt aber. Ich hab's in der Sekunde gesehen, wo der Ton kam. Dieser Blick von ihm, wo er direkt zum Kompass gelaufen ist, anstatt hier ist ein anderer Mann. Und es killt einfach Cordova, Mann. Das kann doch nicht sein, Mann. Wir haben den Tutor ins Spiel gesucht und dann killt er ihn einfach, Mann. Er hat einen Speeder geklaut, Mann. Ey, was ist der? Ist er ein Spion des Imperiums oder was, Mann? Wie jetzt? Okay, sehr cool. Whee! Ich würde es mehr genießen. Ich würde es sehr gerne mehr genießen. Schnabel, du hast doch Machtfähigkeit, Mann. Was ist ein Schieß oder was immer? Aber was, Mann? Ich hab's ja irgendwie geahnt, aber was ist mit seinem, hey, meine Tochter, ich suche einen sicheren Platz dafür? War das alles eine Lüge? Wie gesagt, er ist mir sehr suspekt in letzter Zeit vorgekommen, aber das kann doch nicht sein! Das Imperium ist da. Er ist ein Spitzel des Imperiums. Er ist ein Spitzel des Imperiums. Glaub nicht, dass du mir entkommst, Mann. Wir sind so nah dran. Oh, oh. Ich kam aber viel zu plötzlich, Mann. Oh mein Gott, was eine Armee. Schau dich das an. AT-ST. Übrigens schon wieder spektakulär inszeniert. Jetzt verschwind, Mann! Du bist einfach zu gut, Mann. Ganz sicher nicht.
Ihr seht, sie arbeiten mit ihm zusammen, weil sie nur auf uns gehen, Mann. Er ist ein Spitzel des Imperiums, aber wie tief steckt er denn gleich am Wing? Ich brauche ein Jetpack! Wieso? Wieso, Boat? Hierfür! Wir haben gemeinsam dafür gekämpft. Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Cordova getötet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe. Was hast du getan? Wenn du deine Familie wirklich retten willst, musst du sie da rausholen. Sofort. Was hast du? Das kann nicht sein. Du bist nicht der einzige Überlebende. Ich glaub's nicht! Er ist ein Sith! Er ist ein Sith! Er ist ein Sith, Mann! Es kann doch nicht sein, Jungs und Mädels, Mann! Können wir das nicht irgendwie spüren? Alter, er hat so schnelle Attacken. Du verdammter Verräter! Du wirst! Ist mir wurscht, dass ich jetzt genauso böse bin. Du wirst deine Familie nimmer sehen! Wir sind tot. Sind wir jetzt echt? Sind wir die jetzt gestorben? Habe ich jetzt was verkackt? Wahrscheinlich habe ich was verkackt. Liebe Leute, so oder so, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's hoffentlich etwas besser weiter. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.